Und wie ihr in Minecraft Höhlen überwinden könnt, beziehungsweise euch durch eure Stockwerke teleportieren könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Und wir fangen gleich mit dem ersten an. Das ist ein klassischer Minecraft-Aufzug, den kennen sicher einige. Ich weiß nicht, ob es den Ausstieg hier oben schon gibt. Ich habe den auf jeden Fall, habe ich ein bisschen rumgetüftelt, dass der so funktioniert, wie er jetzt hier ist. Und um euch das zu zeigen, wie ihr den baut, fangt ihr an mit einem Turm, braucht ihr. Der hat eine Grundfläche von 3x3. Ich werde das jetzt nicht bis ganz hoch machen, denn das Video sollte möglichst kurz sein. Ich finde kurze Videos, also kurze Tutorials besser und ja, ich finde das nicht so cool, wenn man jetzt jemand was zeigen will und dann da was ich 20 Minuten rumpalabert. Dann setzt ihr unten halt Glas hin. Das ist quasi so dieser Eingang. Ihr müsst bedenken, dass ihr die Leitern, wo das Minecart dann draufsteht, könnt ihr nicht an Glas setzen. Darum habe ich hier hinten immer so eine Säule hingesetzt. Die setzen wir jetzt hier und ich muss kurz gucken, welchen Abstand. Immer zwei Glas dazwischen, also eins, zwei und hier hin. Das reicht dann auch erstmal mit der Höhe. Und dann könnt ihr den Rest mit Glas hier ausfüllen. Ich habe heute wieder das Default Texture Pack drin. Und den habe ich natürlich wieder verkackt, ne? Passiert. So, dann kommt hier Glas hin. Ihr könnt das natürlich aus jedem Block bauen, den ihr wollt. An dieser Quarzsäulen kommen dann so Leitern dran. Und um das Ganze zu befüllen mit Minecarts, setzt ihr oben auch einen Block hin, dann eine Schiene drauf. Die steht schon richtig. Falls die quer steht, müsst ihr die auf diesen Block bauen, weil die richten sich halt immer in eine Richtung aus. Dann darf ich nicht vergessen, hier vorne noch mit Glas zuzubauen, weil sonst fallen die ja vorne raus. Dann setzt ihr das Minecart hin, schiebt's rein, dass es genau passt. Ah, ich bin ein kleiner Dummkopf, ich weiß. Ich muss das erst da unten hinpacken. Und jetzt kann ich das. Und ah, unvorbereitet heute. Ja, passiert. Dann halt. Leiter vergessen. Dann kommt das Minecart hier drauf. Gehe rein. Funktioniert nicht. Nochmal. Geh doch da rein. Okay. Das ist quasi das Prinzip von diesem Fahrstuhl. Ihr geht dann hier unten hin und klickt euch einfach durch die einzelnen Minecarts und kommt dann raus. Aber jetzt müsst ihr oben irgendwie aussteigen können. Und wenn ihr da aussteigt, fallt ihr unten rein. Darum habe ich mir überlegt, dass man das Ganze noch ein Stück höher baut. So, wir haben dann hier den einen Glasblock dorthin und ich muss kurz gucken, wo jetzt die Leiter rankommt. Genau. Also kommt hier der Glasblock hin, dann kommt die Quarzsäule hier und das ist quasi diese finale Ebene. Dann ziehe ich das noch hier schnell hoch. So, bisschen Glas. Immer gut. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich hier eine Leiter dran gesetzt habe. Dann das Minecart quasi auf die Leiter geschoben habe, wie es halt normal ist. Also so, dass das genau passt. Und dann habe ich die Schiene hier weggehauen und Carpet rundherum gesetzt. Wenn das mal nicht klappt, so wie hier, dann müsst ihr das Minecart so ganz wenig verschieben. Und dann könnt ihr das irgendwann setzen, weil das dann halt nicht genau da drauf steht. Auf jeden Fall kann das Minecart halt jetzt nicht weg. Ihr könnt so nach unten einfach durchfallen. Und ihr könnt euch hier nach oben klicken. Das geht ziemlich schnell, wenn man klickt. Man kann auch gedrückt halten, aber das geht nicht so schnell. Und einfach die Shift-Taste zum Aussteigen und ihr landet hier oben. Und das war schon der erste Fahrstuhl. Für den zweiten Fahrstuhl benutze ich die Slime-Blöcke, die es in der 1.8 jetzt dazu gibt. Dafür setzen wir diesen Slime-Block hier hin. Setzen einen Block, der nicht mit einem Pisten oder einem Slime-Block verschoben werden kann. Das ist in dem Fall ein Ofen. Ihr könnt auch, ich glaube, Blätter nehmen. Bei Truhen funktioniert das, glaube ich, nicht. Dann müsst ihr hier Redstone hinsetzen, zwei nach hier, eins hier und hier zwei runter. Da setze ich diesen komischen neuen Stein hin, damit es gut aussieht. Dann kommen hier unten zwei Repeater, die sind voll ausgefahren. Und hier oben eine Druckplatte, die wir mit Shift draufsetzen. Dann seht ihr, ist das so. Wichtig ist, dass unter diesem Slime-Block ein Piston ist, den habe ich in dem Fall jetzt vergessen. Quasi wird das dann aktiviert. Ihr habt ein bisschen Zeit und der Piston pusht euch hoch. Noch zu diesen Slime-Blöcken, wenn ihr auf diesem Slime-Block steht, seht ihr, ihr hüpft dann so ein bisschen rum, ihr bounced.
Wenn ihr Shift haltet, hört das sofort auf, aber dann würde man den Schaden, den Fallschaden kriegen. Und wenn ihr die Leertaste haltet, dann bremst das euch ab, sodass ihr keinen Schaden bekommt, aber halt jetzt nicht wieder bis auf den Mond fliegt. Dann kommt das halt so, ihr stellt euch hier drauf in die Ecke, habt ein bisschen Zeit, um euch zu positionieren und ja, dann schiebt das euch hoch. Dann braucht ihr hier hinten einen Stein, der euch quasi in Position hält, den setze ich jetzt dorthin. Dann könnt ihr bis hierhin ranlatschen, euch positionieren und ihr werdet hochgeschossen. So funktioniert übrigens diese ganze Technologie. Um hier nicht zu weit rüber zu gehen, setzen wir einen Zaun. Das heißt, ihr könnt hier richtig in die Ecke reingehen. Dann passt das alles. Und das ist quasi schon diese Start-Abschuss-Plattform. Und diese kleinen Plattformen, die ihr hier seht, hier, die könnt ihr so hochbauen, wie ihr wollt. Ich glaube, ab einer bestimmten Höhe funktioniert es dann nicht mehr komplett, aber das ist nicht so wichtig, da man ja halt nicht, was weiß ich, 200 Blöcke überwinden möchte. Für diese Startplattform setzt ihr hier oben einen Block drauf, dann kommt hier ein Sticky Piston drauf. Das sind quasi 1, 2, 3, 4 Blöcke vom Boden aus und dann kommt dieser Piston da drauf. Dann ein Slime Block hier ran, dann ein Stein, dann setzt ihr einen Piston, dass der so guckt. Der Block kann wieder weg, dann kommt hier zwei Steine hin, dann einen Repeater, der steht auf Stufe 2. Wichtig ist, dass der auf Stufe 2 steht, sonst funktioniert das nicht. Ich zeige euch nachher, also was dann passieren würde. Dann kommt hier ein Ofen und da ein Ofen hin, dass dieser Piston euch nicht wegdrückt. Ne, die Ofen sind falsch, der muss da hoch, weil sonst würde euch dieser Slam Block da durch die Kante schießen und das wollen wir nicht. Und um das Ganze zu aktivieren, kommt hier ein Zaun hin und eine Druckplatte. Dann kann ich euch zeigen, wie das Prinzip funktioniert. Ihr stellt euch hier unten hin. Es wird aktiviert, er wird hochgeschossen und dann wird das, also werdet ihr weiter hochtransportiert. Das funktioniert so, ihr geht auf die Druckplatte und das aktiviert quasi den Piston, der es rüberschiebt und hoch und damit werdet ihr hochkatapultiert. Das könnt ihr jetzt beliebig hochbauen, wie ihr wollt. Ihr seht, ich habe das hier, ich kann das kurz demonstrieren. Ihr stellt euch hier hin. So, jetzt hat es funktioniert. Und die Landeplattform bauen wir jetzt. Die Landeplattform bauen wir genauso hoch, wie wir den nächsten Piston dann bauen müssten. Das heißt 1, 2, 3, 4. Wenn ihr die nächste Plattform baut, kommt hier der Piston hin. Und dann so. Und dann quasi hier der nächste dran. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber die Plattform kommt so hin, dass wir hier ein kleines Auffangbecken bauen. Das bauen wir so, dass hier noch ein Block rankommt. Das heißt, ich baue es jetzt so groß und in diese Richtung noch ein bisschen. Das Auffangbecken habe ich mir vorhin erst einfallen lassen, weil ich hatte noch nicht wirklich eine Lösung für. Für das Auffangbecken benötigen wir halt irgendeinen Stein, dann Schilder. Ich nehme nochmal den Stein. Glas oder Zäune könnt ihr benutzen, wie ihr wollt. Dann ein Zauntor und halt noch eine Wassereimer. Den nehme ich mir schnell aus dem Menü. So. Dann habt ihr diesen Kreis. Da kommen jetzt die Schilder außenrum. Überall, damit das Wasser da nicht durchfließt. So auf der Seite und auf dieser Seite. Dann kommt die Glas rundherum. Ich finde, so im modernen Stil ist Glas immer ein schönerer Zaun, wenn man jetzt irgendwas begrenzen will. Dann kommen hier, ich setze jetzt zwei Zauntore hin und hier oben setzt ihr Wasser rein. Dann werdet ihr quasi von dieser Startplattform hier hochgeschossen und müsst dann oben Leertaste halten, damit ihr im Wasser schwimmt. Ich kann das mal demonstrieren. Und dann haltet ihr einfach Leertaste, schwimmt und könnt rausschwimmen. Das geht, glaube ich, sogar. Ne, es dauert länger als der Pistenaufzug, der ist schneller. Pistenaufzug, der Minecraft-Aufzug. Und dann war es das schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr weiteres sehen wollt, zum Beispiel diese Regale, die Rolltreppe, wie ihr das Feld macht, oder die Spielekonsole, das Bad. Da ist schon wieder so ein komischer Tintenfisch drin. Oder das Lagerfeuer, was sich aus irgendeinem Grund verpisst hat, weiß ich nicht warum. Dann könnt ihr gerne in die Playlist gucken. Da sind alle Videos verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.